Ja, ich bin Dani Gstein, bin 31 Jahre alt und bin die neue Cheftrainerin von der FC Basel Frauen. Also meine letzte Station war beim FC Basel, das waren glaube ich 7 Jahre am Stück. Dann war ich noch in Bad Neuenahr, erste Bundesliga und beim SC Freiburg. Und angefangen habe ich eigentlich bei FC Concordia Basel. Ja, für das es erst der zweite Trainingstag war, merke ich, dass die Spielerinnen top motiviert sind. Sie sind auch so langsam ein bisschen geschlaucht, aber so soll es auch sein. Wir sind in der Vorbereitung, aber nochmal der erste Eindruck ist sensationell. Wenn sie so weiterziehen, wenn wir diszipliniert sind und die Begeisterung jeden Tag auf den Platz bringen können, dann bin ich überzeugt, dann werden wir auch Erfolge zusammen feiern können. Ja, ich möchte eigentlich viele Werte vermitteln. Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass man immer mit extrem viel Freude ins Training kommt. Dass es ein Privileg ist, hier die Infrastruktur beim FC Basel zu nutzen. Dass man auch sehr viel Disziplin am Tag muss legen, oder sprich über die ganze Saison, damit man dann auch ja, am Schluss erfolgreich ist. Und ich bin auf der Meinung, von nichts kommt nichts. Alle können super gut shooten. Darum ja, müssen wir definitiv so aufgestellt sein, dass wir dann am Schluss auch die Match gewinnen. Ja, also selbstverständlich Offensivfußball. Also wir wollen Goal schießen, wir haben viele tolle Offensivspielerinnen. Aber es ist klar, ich selber bin Defensivspielerin gewesen, und das will ich natürlich auch nicht vernachlässigen. Ich bin offen für alles. Ich habe es schon in der 19 miterlebt. Dort gibt es auch die Playoff-Spiele. Ja, man kann nochmal alles rauskützeln. Ich denke, jetzt ist mal wichtig, dass man unter die ersten 8 kommt. Und dann wird es in der Winterpause nochmal spannend mit dieser Gruppierung. Ja, also seit April weiss man, dass ich die neue Cheftrainer bin. Dementsprechend haben die verantwortlichen Leute natürlich auch mit mir geschwätzt, wie die Kadersituation aussieht. Ich habe meine Inputs gegeben, wo man sich verstärken will. Es sind ja auch einige Spielerinnen gegangen, das ist ja kein Geheimnis. Logisch muss man sich hier verstärken. Und es ist eigentlich alles mit mir abgesprochen.